Russland ist im WM-Fieber. Vom 14. Juni bis 15. Juli dreht sich im größten Land der Erde alles um den Fußball. Nischni Nowgorod, die Stadt an der Mündung der Oka in die Wolga, erwartet 45.000 Zuschauer im neuen Stadion. Auch Kasan, die Hauptstadt der ölreichen Teilrepublik Tatarstan, ist Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft. Die Kasan-Arena ist Heimstätte des Erstligisten Rubin Kasan. Knapp eine halbe Milliarde Euro wurden investiert. Saransk ist die kleinste WM-Stadt. Der französische Starschauspieler und Walrusse Gérard Depardieu hat hier eine Wohnung. Auch Rostow am Don, die Kosakenhochburg am Kaukasus, vor der Mündung des Dons erwartet die Fußballfans. 270 Millionen Euro hat das neue Stadion des Erstligisten FK Rostow gekostet. Es ist ein Turnier der weiten Wege. An 12 Spielstätten wird das Turnier in Russland ausgetragen. Letztendlich dürften die Bau- und Renovierungsarbeiten knapp über 5 Milliarden Euro liegen. Die Besucher werden es zu schätzen wissen.